Einen schönen Freitagabend und herzlich willkommen bei der Fußballarena. Wir widmen uns in Kürze dem heutigen Live-Spiel Blau-Weiß-Linz gegen Austria-Lustenau. Davor haben wir aber noch Zeit für Laufsport. Am Sonntag ist es wieder soweit. Österreichs größte Laufveranstaltung steht auf dem Programm. Der Vienna City Marathon ist ein Fixpunkt für Spitzen- und Hobbyathleten. Für viele Ausdauersportler ist aber nach 42 Kilometern längst nicht Schluss. So sind zum Beispiel die 100 Kilometer der Sahara ein Reiz für viele Extremsportler. Als einziger Österreicher war heuer der Niederösterreicher Harald Fritz beim Lauf durch die tunesische Wüste dabei. Wir haben den 45-Jährigen auf seinem langen und harten Weg durch den Sand begleitet. Die Burg Kreuzenstein bei Leobendorf. Harald Fritz läuft mit seinem Sohn zum letzten Mal für einige Zeit. Das wird in den kommenden Tagen sein Zuhause sein, die Sahara. Also ich habe prinzipiell eine hohe Affinität zur Wüste. Mir gefällt die Wüste wahnsinnig gut, also auch schon von früheren Zeiten heraus. Es ist eine Umgebung, die vielleicht nicht unbedingt den ersten Gedanken ans Laufen hervorbringt. Und ich bin drüber gestolpert, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was es war, aber diese 100-Kilometer-Grenze zu knacken, ist halt auch ein bisschen eine magische Zahl. Und das halt in der Umgebung, das hat zusammengepasst. New York, Wien, Athen, Paris. Nur eine kleine Auswahl von Marathonklassikern, die Harald Fritz schon bewältigt hat. Dazu ist er auch im Triathlonsport aktiv. Ein Leben ohne Laufen, seit einigen Jahren ist das unvorstellbar. Trainiert wird immer und überall. Irgendwann ist es ein Teil seines Alltages. Es ist so ähnlich wie Zähne putzen oder duschen. Man denkt nicht darüber nach, man macht es einfach. Es gehört zum Tagesablauf. Und wenn man weiß, dass man dieses Ziel hat, dann weiß man, es ist ein Teil davon, dieses Ziel zu erreichen. Und da diskutiert man nicht drüber. Mit sich selber schon gar nicht mehr. Und so schaut dieses Ziel aus. Tunesien. Das Basiscamp ist eine Oase im Süden des Landes. Die erste Etappe führt über 23 Kilometer. Der zweite Tag gliedert sich dann in eine Tag- und eine Nachtetappe. Höhepunkt ist Tag 3 mit dem klassischen Marathon. Das Ziel befindet sich in Duz. Diese 130 Damen und Herren werden in den kommenden 4 Tagen ordentlich am Sand sein. Sie kommen aus Argentinien, Deutschland, Italien und einer kommt aus Österreich. Und der wirkt angespannt, aber offenbar nur äußerlich. Die Anspannung war gar nicht so groß. Es war, man hat sich wirklich darauf gefreut. Man hat gesehen, diese Dünenlandschaft, hat man gewusst, am nächsten Tag läuft man mal in diese Dünen hinein und es war mehr Freude als Anspannung eigentlich. Die Freude ist noch größer, als Fritz merkt, dass ihn nur angenehme 20 Grad und nicht die befürchteten 40 erwarten. Die Wüste zeigt sich von ihrer milden Seite. Vor dem Start gibt es auch noch einen medizinischen Check. Es warten ja enorme Anforderungen an die Teilnehmer. Und auch bei der Logistik wird nichts dem Zufall überlassen. Das hat gut funktioniert, man hat gewusst, man hat genau eine Tasche, die einem nachgeführt wird, da musste man alles unterbringen, das war von vornherein klar, man hatte seinen Rucksack, mit dem man die wichtigsten Sachen und das Wasser mitgeschleppt hat, die Logistik war sensationell. Und dann sind alle bereit für den Start. Probleme waren eigentlich die Füße. Also von den Beinen her natürlich ist man müde, aber durch dieses Laufen auf dem Sand, das waren 70% der Strecke, war auf Sand zu laufen, bergauf, bergab und vor allem auch so seitlich, da entstehen so Scherkräfte in den Schuhen und man hat dann eigentlich Blasen an Stellen, wo man normalerweise Nibas hat und die Blasen sind dann eigentlich auch die Herausforderung, speziell am nächsten Tag dann wieder mit Blasen in die Schuhe hinein und wieder loslaufen. Tag 1 ist geschafft. Fritz braucht 2,5 Stunden für die ersten 23 Kilometer. Haben wir uns wunderbar verstanden. Es waren auch viele also britische, amerikanische, deutsche und man hat sofort Kontakt gefunden. War sehr, sehr entspannte Gesellschaft dort. Hey, hey,
zweiten Tag wird gleich zweimal gelaufen. Zunächst 16 Kilometer bei Tageslicht, ein relativ flaches Teilstück. Aber der starke Wind ist an diesem Tag der Spielverderber. Dennoch ist das Tempo höher als am ersten Tag. Die Teilnehmer trauen sich mehr zu. Nachdem der erste Tag eher ein Abtasten mit der Wüste war, wird jetzt schneller gelaufen. Und das, obwohl viele eine harte Nacht hinter sich haben. Das Schlafen in der Wüste ist doch gewöhnungsbedürftig und zehrt zusätzlich an den Kräften. Nach einer Stunde 24 Minuten hat Fritz seinen neuen Freund gefunden. Er läuft mit einem Italiener durchs Ziel. In der Gesamtwertung liegt er im Mittelfeld. Teil 2 von Tag 2, die Nachtetappe. Vollmond haben wir, windstill ist, Gott sei Dank, ist endlich mal nicht so kalt. Ich werde es ein bisschen vorsichtig anlegen, wegen der Bodenbeschaffenheit, dass ich jetzt nicht irgendwie umknicke oder einen Blödsinn mache. Die Blasen spüre ich auch schon ordentlich und ich hoffe halt, dass die Füße halten und dass dann für morgen den Marathon-Etappe gut geht. Und ja, die Pasta-Party nachher kann ich mir auch schon. 21 Uhr Ortszeit, gestartet wird in Zweierteams, Abstand jeweils 30 Sekunden. Laufen mit Stirnlampe in der kalten Wüstennacht, das ist für die meisten eine ganz neue Erfahrung und vor allem auch eine Frage der Konzentration. Aber immerhin gibt's keinen Wind und das erleichtert die Sache doch ein wenig. Der Nachtlauf erweist sich als Mischung aus Sport und Show, eine willkommene Abwechslung für die Teilnehmer. Und Harald Fritz erweist sich als echter Nachtspezialist. Er läuft die 7 Kilometer in 39 Minuten. Der Österreicher verbessert sich auf den 58. Gesamtrang. Der Morgen danach, es war eine kalte Nacht mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Und das stellt die Teilnehmer vor große Probleme. Also, ziemlich kalt. Der Kollege hat gerade minus 2 Grad gehabt. Meine Jacke, die vom Nachtlauf noch feucht war, ist richtig gefroren, da hast du den Reif drauf gesehen und was wir aufgestanden sind, war ein Nebel über der Wüste. Also die größte Challenge mittlerweile, muss ich sagen, ist nicht die Hitze, sondern die Kälte in der Gegend. Aber ein bisschen dehnen und dann geht das schon. Heute wird es nämlich so richtig hart. Jetzt bin ich eigentlich entspannt, weil jetzt ist es soweit. Also ich bin froh, dass ich nicht in der dritten Gruppe bin, die noch eine Stunde warten muss, weil jetzt hätte ich gerne, dass es losgeht. Jetzt bin ich soweit. Die Königsdisziplin. Jeder, der schon einmal einen normalen Marathon gelaufen ist, kennt diese Strapazen. Und jetzt das Ganze noch dazu auf Sand, also doppelt anstrengend. Dazu kommt, dass die Teilnehmer ja schon fast 50 Kilometer aus den ersten beiden Wettkampftagen in den Beinen haben. Die persönliche Zielvorgabe von Harald Fritz, er will unter 5 Stunden bleiben und er ist zunächst sehr gut unterwegs, bis Kilometer 33 geht es ihm richtig gut, aber dann kommt die heiße Phase und die letzten 9 Kilometer, die werden dann so richtig hart. Aber aufgeben ist natürlich kein Thema für den Niederösterreicher und so schafft er es. Auch diesmal bis ins Ziel, der 45-Jährige mit einer beachtlichen Zeit von 4 Stunden 42 Minuten, also deutlich unter der 5-Stunden-Marke. Ich habe keine Ahnung, wie ich morgen laufen soll. Keine Ahnung. Es tut so weh. Es tut echt so weh. Es tut weh und es gibt Rätsel auf. Ich will gar nicht wissen, was da drunter ist. Autsch. Siehst du den Bämmel? Die Schlussetappe. Noch einmal 23 Kilometer und dann ist die Wüste endlich bezwungen. Harald Fritz läuft zunächst mit einem Schnitt von 6 Minuten pro Kilometer. Zum Schluss machen sich die Strapazen aber doch immer mehr bemerkbar. Das Ziel vor Augen lenkt sich der Niederösterreicher dann mit dem Gedanken an ein Versprechen ab. Ich habe irgendwie an einem der Abende mit einem italienischen Kamerateam dort gescherzt und aus irgendeinem Grund sind wir auf das Thema O-Tannenbaum gekommen, wahrscheinlich aufgrund der Temperatur. Und wir haben uns vereinbart, wenn ich durchs Ziel durchlaufe, muss ich O-Tannenbaum singen. Das habe ich auch gemacht, um dann anschließend doch ziemlich den Tränen freien Lauf zu lassen. O-Tannenbaum!
Big, 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 big run, big run. Platz 49, Gesamtzeit 11,5 Stunden, aber es bleibt mehr von der Wüste. Ein Gesamterlebnis, das ich nicht missen möchte und die Lust, solche Dinge noch mehr zu machen.